Folge des knusprigsten Adventskalender auf YouTube. Lalalala. Heute habe ich Special Guest parat, und zwar den Bauen, den John von Town Monkeys. Heute kommt nämlich ein Klassiker, und zwar... Justin Bieber, rein Spaß. Heißer Draht ist für Kinder ab 3 Jahren, aber wir machen mal jetzt die über 18 Version einfach mal draus. Und zwar, jetzt schon mal im Vorhinein, zu Hause nicht nachmachen. Das ist quasi auch schon das fertige Ding, ganz simpel. Hier ist ein On- und Off-Schalter und man muss quasi einmal hier durchgehen. Und wenn man das Ding berührt, macht das so einen merkwürdigen Sound. Kommen wir zur über 18 Version. Wir machen es ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, das ist ziemlich einfach, da so einmal durchzugehen. Obwohl, es kann auch komplizierter werden. Auf jeden Fall haben wir noch ein kleines Extra. Der gute alte Taser. Das Spielprinzip wird ein bisschen schwieriger. Und zwar darf man den, der spielt, plötzlich tasern. Und dieser darf nicht den Kreislauf unterbrechen. Wie oft darf man tasern? Pro Checkpoint einmal. Boah! Wenn man bei einem roten Ding angekommen ist, dann startet man von dort auch aus immer. Checkpoint, sehr ja. Okay. Leute, ich bin so glücklich, dass ich da nicht mitspielen muss. Wer fängt an? Ich will erstmal einen Test-Taser haben. Nur ob ich das überlebe oder nicht, ob ich es überwaffe. Warte. Ich will nur wissen, ob ich es überlebe oder nicht. Dann fang an. Johnny fängt an. Alter, irgendwie ist das ein sehr unangenehmes Gefühl. Das ist so wie, wenn du beim Arzt bist und so der Arzt mit der Spritze kommt irgendwie. Ich glaube, das ist schlimmer. Nee, du warst halt, der Schmerz ist so unausweichbar. Aber warte. Die Stelle, wo du mich taserst, ist egal. Darf ich die nicht bestimmen? Nee. Nein. Gibt's hier auch irgendeine Belohnung oder so ein Scheiß? Oder gibt's hier nur eine Bestrafung für? Es gibt vielleicht einen Gewinner der Herzen. Halt mir das durch das Gesicht, Junge. Auf die Plätze. Fertig. Los. Warte. Ich muss ja sagen. Oh mein Gott. Los. Ich bin ja eigentlich ziemlich schmerzresistent. Ist das so krass? Alter, wenn du das 4-mal machst oder so, ist meine Hand taub. Konzentration. Chill mal, chill. Okay, wenn du schwitzt. Nein, das ist eine gefährliche Kurve, da. Krass. Respekt. Der zieht durch. Hast du gesehen, wie mein Finger gezockt hat? Ready, go. Ey, das ist, weil ich die Augen zugemacht habe. Weißt du, musst die Augen die ganze Zeit aufmachen. Vielleicht wechsle ich mal doch die Position. Boah, aber ich weiß jetzt nicht irgendwie, ob das da noch... Geht das auch richtig klar noch? Ich weiß nicht, das lassen wir jetzt. Und go. Ja. Das generiert auch schon Stress, oder? Übertrieben, Alter. Und das soll ab 3 Jahren sein? Okay. Bis nach 4, das ist schon mal... Alter. Eine gute Zeit irgendwo gewesen. Okay, let's go. Shit. Du musst erst mal bis zum Roten kommen. Okay. Shit, das ist nicht so schlimm. Ja, aber ich kann das nicht. Holy fuck, Alter. Und wirklich, das ist nicht so schlimm, Alter. Ich dachte, das wäre viel harmloser, aber Alter, das ist nicht gut gemacht, Mann. Du sagst so, das ist ja gar nichts, aber... Warte mal, ist hier ein Drop-Drop? Ja, oh, Drop-Drop. Die Sache ist, ich bin... Ja, die Scheiße hier. Wir wechseln uns mal ab. Bei mir fliegt das Ding weg, weiß ich nicht. Wie hast du nochmal bei mir angefangen? Warte. Ja, ich warte. Das Unangenehmste ist da wirklich nicht zu wissen, wann was passiert, wa? Auf die Plätze, fertig, los. Okay, auf die Plätze, fertig. Los. Rockets Motto, oder? Warum machst du das eigentlich mit 2 Händen? Ja!
Es ist unmöglich, Alter. Ich erschreck mich halt herbe, Alter. Warum hast du zwei Hände? Weil, nein, guck mal, weißt du wieso? Weil du denkst. Das geht halt gar nicht mehr. Das ist voll. Okay, letzte Station. Boah, da ist richtig die schlimme Stelle, okay? Auf die Plätze, fertig, los. Ich hab so richtig diese Schwitze gespürt. Heftig. Ja, das war so die ganze Zeit so. Ich will lieber den Taser gewinnen. Das ist witzig. Nein, den Taser gibt's natürlich nicht zu gewinnen, aber Freunde, dafür. Ihr könnt eure eigene Version daraus machen. Ihr wisst Bescheid. Mix Adventskalender auf YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Besonders wenn ihr hier das lustige Ding hier gewinnen wollt und schreibt einfach einen random Kommentar. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei, auf deren Personal Channels und auf Nuketown Monkeys und bitte macht das zu Hause nicht nach. Ich weiß nicht, was wir uns jetzt gerade dabei gedacht haben, aber es war auf jeden Fall ein guter Adrenalinkick vom Schlafen gehen. Ich hoffe, mir geht's morgen ein bisschen besser. Ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt, aber naja, Freunde, Rob, Chris, Rob. Remember my name. Peace. Peace! Ah! Fuck! Ah! 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 Ah!